Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13 mit mir, DF. Und ich habe jetzt einige Sachen installiert zu einem FF13-Fix. So heißt das Ganze. Das macht einige Sachen. Unlockt die FPS, also die sind nicht mehr auf 30 FPS gelockt, sondern man kann sie unlocken, so was auch immer man da will. Ich sollte den verprügeln, solange er geschockt ist. Das machen wir dann auch. Und noch andere Fixes, ich weiß nicht mehr genau alles, was es macht. Aber vor allem, also wir haben jetzt 60 FPS. Das ist wunderherrlich. Auch in den Kämpfen. Okay, jetzt gerade ist es auf 59 gedippt, unspielbar. Nein, also wir haben auch jetzt immer ständig 60 FPS. Auch in den Kämpfen. Und vor allem habe ich ein anderes Programm installiert, beziehungsweise benutzt. Wie hieß es nochmal? Ich hab's vergessen. Ich müsste raus haben, da habe ich keine Lust drauf. Ah, Kacke. Reiner Beistand. Das ist auf jeden Fall ein Programm, das bei. Jetzt geht's ein bisschen technisch. Also ins Technische hinein. Mittlerweile benutzen wir fast jeder 46-Bit-Systeme. Früher gab es aber nur 32-Bit-Systeme und Hallo, ich stirb nicht, Fang. Stirb du auch nicht. Sass, das wäre schlecht. Ich weiß, was ich da aber mache. Ja, wieder. Grüne Front. Muss ich? Ja, besser grüne Front. Ich hau erstmal alles zu Klump. Also, früher, bevor es 64-Bit-Systeme gab, gab es 32-Bit-Systeme und die haben nur maximal 4 GB RAM benutzen können. Ich weiß nicht, ob das eine Limitierung von den 32-Bit-Systemen selber war, dass es einfach nicht mehr ging, oder als das quasi erschaffen wurde, man gesagt hat, ja, 4 GB, das reicht, weil das ist, wir brauchen nicht mehr Gigabyte, weil 4 GB ist ja schon utopisch. Dazu sei gesagt, dass 32-Bit-Systeme ich weiß nicht wann, ich glaube in den 90ern oder so erschaffen worden sind, deswegen ja. Hat man gedacht, 4 GB RAM reichen vollkommen aus. Ich habe 100, wie viel GB habe ich in meinem PC? 128 glaube ich, oder war es 256? Ich vergesse das andauernd, es ist auf jeden Fall eine Menge. Moin! Wie gesagt, ist eine Menge. Ich hau die mal so weg. Das hatte jetzt aber mit nichts zu tun. Ich wollte es nur mal verglichen haben mit früher und was heute alles so möglich ist. Dabei sei gesagt, dass meine Anzahl an RAM total unnötig ist. Ich meine, ich mache außer Spielen mache ich mehr. Zum Beispiel spielen und aufnehmen, aber auch Video und Bildbearbeitung und so ein Zeug und vielleicht manchmal alles gleichzeitig. Deswegen ist viel RAM gar nicht mal so verkehrt für mich, aber ich glaube, ich komme immer noch nicht, also das ist trotzdem utopisch, was ich da mir
installiert habe an RAM. Aber zurück zu, was ich eigentlich erzählen wollte. 32-Bit-Systeme haben, wie gesagt, nur 4 GB RAM zur Verfügung. Und 32-Bit-Spiele, also die für 32-Bit-Systeme entwickelt worden sind. Ich mach mal die Maschinen lieber erstmal weg, solange die geschockt ist. Goblitamin. Finde ich jetzt nicht so toll. Ach, eine Maschinen lieber, aber die ist nicht geschockt, okay. Ich mach einfach mal einen Beistand und brauchen uns eine Runde. Zumindest Hass will ich haben. Ja, 32-Bit-Spiele für 32-Bit-Systeme entwickelt worden sind. Und das hier ist noch ein, gab glaube ich schon 64-Bit-Systeme, aber die waren noch nicht gang und gäbe, deswegen ist das hier noch ein 32-Bit-Spiel. Und weil 4 GB das Maximum ist, hat man gesagt, bei Spielen, die können nur 2 GB benutzen, die anderen 2 GB sind fürs System. Und ich sollte auf grüne Front durchwechseln, oder? Ja. Deswegen kann das Spiel nur 2 GB benutzen. Ja. Aber da ich das auf 4K mit Mods und den ganzen Krempel spiele, mag das Spiel das nicht, dass es nur 2 GB zur Verfügung hat. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass 4 GB reichen. Bei den hochwertigen Mods, die ich benutze und dann auf 4K auf 4K spiele und alles in 60 FPS und so. Aber dafür ist ja auch der Fix da, der FF13-Fix. Der tut auch noch ein bisschen das Spiel stabilisieren. Aber auf jeden Fall habe ich ein Programm installiert, dessen Namen ich komplett vergessen habe. Der das Spiel, das Programm quasi patcht, dass es 4 GB statt 2 benutzt an RAM. Weil das der RAM ist halt immer vollgelaufen und dann, also so wie ich das herausgelesen habe, ist der RAM immer voll gelaufen und dann ist das Spiel abgeschmiert. Und das sollte jetzt nicht mehr passieren. Das wäre auch schön so. Wo ist denn der? Der müsste hier irgendwo sein. Ja, da ist der Heathstein. Oh, eine Cutscene. You know, I gotta say, this is weird. When we were young, we were always taught that someday we'd be attacked by the demons of Cocoon. And look at us now, waltzing back into Erba, with the very people we were chosen to take up arms against. Yeah, back then we never would have helped you guys. Oh. Well, right. Back then is when you got your first focus, so... Right. We already talked a bit about that, huh? A little bit. Must have been centuries ago now, when me and Fang joined the battle against Cocoon. During the fight, I became Ragnarok. And cracked Cocoon's shell. Okay. That must have been hard on you going through that. The memories, they're all pretty fuzzy. Cocoon's version of the War of Transgression must have been built up around what you two did. I didn't do anything. I just got turned to crystal, and I can't even remember why that happened. Don't even have the memories to show for it. It's all my fault. So many people died because of me. It's over.
those souls can rest. Aber wieso kommt genau hier eine Cutscene? Ich denke mal, die ist optional. Aber ist das nicht der Ort, wo sie in der Cutscene, wo sie nach Sachen gesucht haben, also nach Leuten, war das nicht der Ort, wo die auch waren? Ich speichere mal, damit, ich habe trotzdem Angst, dass hier das Spiel abschmieren. Deswegen speichere ich erst, bevor ich ins Kristallium gehe. Dann machen wir nicht den Brecher weiter, sondern den Manipulator. Pein, was macht Pein? Er hat Magieschal und macht die Ausführung physischer Fertigkeiten unmöglich. Pein gar, bitte. Mentor. Das war schon? Ja, auch Mentor. Ich vergesse immer, wie teuer der ganze Tempel ist. Manipulator. Was hast du denn da jetzt? Morbiga, okay. Warte, hier. Ruhiga ist ganz tolles. Die Sachen kosten 6.000 schon, deswegen kommen wir so schlecht voran bei den anderen wahrscheinlich. Speichern. Ja. So wie es aussieht, ist das hier ein Teleport. Steve. Nein, weil der auf der Karte gold glänzend ist. Munchkin Diva, Yashas Massiv Padra. Schlucht. Zum ersten Mal bin ich froh über meinen neuen Kräfte als Lessie. Wie sonst sollte ich die verrückte Munchkin, die wir in der Patra-Schlucht des Yashas massiv besiegen können? Wie sonst könnte ich meine geliebte Heimat von dieser Heimsuchung erlösen? Die Erfüllung meiner Bestimmung bedeutet die Rettung meiner allerliebsten Freunde und Verwandten, denen ich einst den Rücken kehrte. Möge man mich als Kristall auf dem Marktplatz aufstellen, denn niemals werde ich wieder, will ich fortgehen. Ja, als Kristall. Blastein. Okay. Ich dachte, bei Goldenen kann man teleportieren. Oder hieß das nicht mal so? Da sind Fliegedinger. Ich guck mal auf die Karte. Teleportstatuen. Da muss ich hin. Also könnte ich den ganzen Weg eigentlich. Ah nee, ich muss da hin. Das ist, ist das wie nicht das, was wir besiegt haben? Ich meine, das ist ja nur eine Munchkin-Diva. Wie teleportiere ich denn eigentlich? Keine Ahnung, was das jetzt alles zu bedeuten hat. Ich bin hier. War die Karte nicht andersrum? Muss ich gerade die Karte rotieren? Ja, keine Ahnung. Wie kann ich mich teleportieren? Oder muss ich hier dran stehen? Ich meine, ich muss mich ja gerade nicht teleportieren. Oder kann man das nur, wenn man die Quest fertig hat? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel ich damals gemacht habe. Ich weiß, dass ich nicht allzu viel gemacht habe. Moin. Die Munchkin-Diva. Warum haut die kaputt, solange die da noch in der Luft ist und ihren Kack da nicht einsetzen kann?
Mobilisierung. Okay, die Munchkins selber können. Ich glaube, dafür braucht man die Munchkins lieber nicht. Das Blöde ist, da wo die Munchkin-Diva sein soll, ist glaube ich, sind glaube ich diese Beschwöridioten. Und entweder sind die jetzt da weg für den Auftrag oder die haben die Arschkarte. Munchkins sind aber sehr einfach zu besiegen und geben gute Erfahrungspunkte. Waren so eine Munchkin-Diva 2640, meine Güte. Also es dürfte mit dem Spiel nicht mehr so viel passieren, also abstürzmäßig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schauen wir auf die Munchkins. Kann ich die nur... Ja, ich kann die glaube ich so plätten, da brauche ich nicht unbedingt Waffen. Aber ich hätte zumindest Hast, damit das einfach ein bisschen schneller geht. Noch Hope Hast und dann sind wir fertig. Okay. Ich gehe mal auf Grüne Front rüber, weil Ben ein bisschen wenig Leben hat. Ja. Die haben wir analysiert. Frag mich, ob wir jetzt stark genug sind. Wir haben ja nicht allzu viel gemacht. Aber ob wir stark genug für ein Gemessel sind? Ich glaube nicht. Aber ich habe ja jetzt auch Verteidiger dabei. Habe ich eigentlich das Paradigma gemacht, was ich machen wollte? Nein. Gehe ich zurück? Ich glaube nicht. Wenn ich die Karte richtig gelesen habe, dann nicht. Okay, da sind vier Gegner und da sind nur Munchkins. Ah, und ich kriege das Item, was die anderen da beschützt haben. Das sind ja nur Munchkins, ne? Ich meine, ich habe ja die ganze Zeit nicht auf... Ah, kack. Wieso gehe ich auf Vitamin? Wieso gehe ich ganz nett auf? Wo ist da unten ist jemand schon die, weil ich dachte, die wäre oben. Deswegen bin ich auch oben drauf gegangen. Doch Vitamin ist nicht, dass die anderen zu manchen Diva werden, sondern so Vitamin ist Waffen. Ja, oh Waffen. Das sollte ich mal ein bisschen Hass drauf tun. Beziehungsweise das heißt, kann ein bisschen Hass drauf tun. Grüne Front. Auf die Diva. So schlimm ist das jetzt hier gar nicht. Ich meine, wir haben vielleicht ein paar Buffs oder so. Aber Banga habe ich glaube ich noch nicht mit Ben. Da ist wieder eine Munchkin Diva. Das Vieh ist auch gebufft. Dann gehe ich mal und versuche das Vieh zu debuffen. Habe ich auch hinbekommen. Gehen wir wieder zu Blitzschlag über. Werden die eigentlich komplett geheilt, wenn sie von Munchkin zu Munchkin Diva werden? Übrigens, den Namen Munchkin Diva finde ich so dumm. Wieso, was hat das mit Diva zu tun?
Oder hat der Begriff Diva noch irgendwie eine andere Bedeutung, die ich irgendwie nicht kenne? Okay, die waren einen Ticken aggressiver als die anderen. Aber war jetzt nicht wirklich ein Problem. Mission erfüllt. Donnerkeilring. Warte, ich hole mir jetzt das Item hier. Mithrilreif. Ausrüstung. Auf ihn hier. Mithrilreif ist kacke. Was ist denn ein Donnerkeilring? Blitz plus 25, Blitzresistenz. Ich bleib mal bei das, was wir haben. Der nächste. Ich habe ja meine Showkarte offen. Man weiß, wo die ganzen Quests sind. Und die nächste Quest ist wieder da, wo wir gerade waren. Ah, das ist doch ganz nett. Komm, Kugelschlag, damit wir den Schock behalten. Jetzt seid ihr alle geschockt. Und könnt in Ruhe sterben. Es ist er leider nicht geschockt geworden. Aber ist auch eigentlich Wurst. Den Kampf beenden wir sowieso schnell genug. That wasn't so bad. Ich frage mich, warum da wie gesagt wird, ja, mach eine Munchkin-Diva und ihre Munchkins weg. Wenn auf dem Weg zu dorthin eine Munchkin-Diva mit Munchkins rumlungert. Ich meine, ich glaube, da war vielleicht ein Munchkin mehr als hier, aber ey, Alter. Was für ein dummer Kack eigentlich. Sind alle gefoppt, so wie es aussieht. Wäre einer nicht. Und mach mal große Attacken, damit die anderen auch getroffen werden. Ich hätte gern so einen Grundhast, also dass wir starten den Kampf und zack, haben wir Hast. Wir müssen das nicht erst zaubern. Munchkin Diva. Nein, auf die Munchkin Diva. Wir haben sie schon gebannt. Gute Bond. Heil bitte. Kann weder angreifen noch zaubern. Ist ja wunderherrlich. Wenn der Munchkin jetzt noch zum Munchkin Diva gehen würde, dann könnten wir noch ein bisschen Rundumschläge. Ja, danke. Jetzt sofort. Oder auch nicht, weil der Mensch geht wieder weg. Was anderes von mir? Ja, gut. Dann wieder Blitzschlag. Die Gegner mag ich, die geben gute Erfahrungspunkte und beziehungsweise Kristallpunkte in dem Falle. Und die tun wieder 3680, meine Güte. Die tun weder richtig weh, noch halten sie viel aus. Vielleicht, weil je mehr Munchkin Divas wir besiegen, desto mehr Erfahrungspunkte bzw. Kristallpunkte bekommen wir. Deswegen waren es so viele gerade. Könnte ich mir gut vorstellen.
Der nächste Seath-Stein. Ich speichere nochmal eine Runde. Und dann gehen wir nochmal ins Kristallium. Wir haben ein paar Punkte. Nicht so viel, dass es sich wirklich lohnt. Aber irgendwie gar nicht zu leveln. Pengar. Ich mag Pengar. Hört sich ein bisschen lächerlich an, aber ich mag Pengar. Augmentor hier. Warte, dann geht's weiter noch nach oben. Nein. Es sah nur so aus. Courage. Hey, und Ena. Dann kannst du das auch. Da brauchen wir vielleicht Seth gar nicht mehr. Obwohl, der kann auch die anderen Sachen. Nicht, dass ich Seth nicht mag. Nur, wir brauchen nicht andauernd dieselben Sachen. Ich meine, ich könnte auch... Ja, das Problem ist, Seth ist halt kein Heiler. Und dann hätte ich lieber Hope drin, ne? Aber Seth hat viel KP. Seth hat viel KP. Und... macht, glaube ich, auch mehr Schaden. Aber dafür ist er halt kein Heiler, wie gesagt. So wie Hope. So, kann ich dich jetzt benutzen? Ah, ich könnte mich teleportieren, wenn ich wollen würde. Was auch vielleicht gar nicht mal verkehrt ist. Ich weiß noch nicht, wie ich zur nächsten Quest komme. Also jetzt zu der weiß ich. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? So viele Seath. Ah, komm doch her. Komm doch her. Das sind zwei. Okay. Ich muss sie, glaube ich, analysieren. Nelapsis sind das. Analyse auf den Nelapsi. Ich mach mal heiler Beistand. Komm schneller, ich muss heilen. Dass sie immer die Animation so lange gezeigt wird. Gut. Schwäche Magie, gut. Und die haben, glaube ich, nicht allzu viel. Oh, die werden leicht geschockt. Oder kam es mir nur so vor? Die haben nicht so viel kaputt, glaube ich. Die werden wirklich leicht geschockt, 150%. Das ist ja nichts. Haben die irgendeine Schwäche? Immun gegen Erde? Ja, das konnte ich mir denken. Weil sie halt fliegen. Da kamen wir her. Hier ist ein Schild mit einem Loch. Also, weshalb auch immer. Was das auch immer für ein Schild sein soll. Hier ist eine Truhe. Rosenspat.
Okay.